So, angekommen in... Morgen. I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Hey. Moin. Grüße aus Isny. So, angekommen in Isny. Isny, im Allgäu. Stadt von Detlefs. Ja, wir stehen hier auf einem schönen Stellplatz, mitten in der Stadt. Genau. Machst du mal den Wechselrichter aus, bitte? Aber gerne doch. Dankeschön. Genau, mitten in der Stadt, 3 Minuten zu Fuß, durchs große Tor. Sehr nette Platzbetreiberin hier. Ja, ich wollte gerade gucken, wo man bezahlen kann, da kam die schon und klopfte. Genau. Ja. Strom hast du? Entsorgung hast du, Versorgung hast du, ja. hast du alles? Wasser und Strom, kostenpflichtig. Ja, wie immer. Ja. Einmal Münzen, oh, jetzt ist aber dunkel. Okay. Hauptsache mich sieht man. Ja, nee, ist klar. Nein, alles schön. Wir werden jetzt gleich mal... Was kostet der Platz? Der Platz kostet 10,50 Euro. 2 Personen, eine Nacht inklusive Kurtaxe. Wir haben 21 Euro bezahlt für 2 Nächte. Ne? Also 10,50 Euro pro Nacht. Und noch kriegst du hier noch so ein Allgäu-Ticket oder was? Ja, so eine Kurkarte, wo du in gewissen Dingen... Moment. Tschüss. So. Wir sind wie immer vorbereitet. Ja, genau. So. Ist neben Allgäu. Kostenlos. Führung der Käsküche, Sommerabendwerte, geführte Rad- und Wandertouren, Stadtbus. Also mit dem Bus können wir auch umsonst fahren. So, und dann hast du gemäßigte Ermäßigungen, Wanderkarte, Stadtführung, Wassertormuseum. Also, ne, da gibt es dann gewisse Ermäßigungen. Für. Ja, ist schon ein bisschen was. Ist ein ganzer Zettel voll. Ja, genau. So, wir wollen jetzt mal in die Stadt jo. Ein bisschen gucken. Wir nehmen euch natürlich wie immer gerne mit. Mhm. Und ja, vielleicht sagen wir heute Abend, wenn wir wieder da sind, nochmal was dazu. Ja. Ja, können wir machen. Was ich noch sagen wollte. Wir kommen ja aus Ravensburg. Genau. Ich wollte ja unbedingt noch... Oder war mein Wunsch zur Ravensburger AG, da ich puzzle gerne und spiele gerne. Ja, wir haben aber auch gestern schon gesagt, dass in Ravensburg jetzt nichts wirklich groß mit diesen Spielen. Genau, ne? dann habe ich ein bisschen gegoogelt und da ist ja die Ravensburger AG, wo auch ein Verkauf sein sollte. Geöffnet von dann bis dann steht bei Google. So, dann sind wir da hingefahren und irgendwie haben wir da nichts gefunden. Sind wir wieder weggefahren. Das ist das Werk. Ja. Das Werk von Ravensburg. Wahrscheinlich haben die da irgendwo einen Werksverkauf. Und das ist ein Werksverkauf, gehe ich auch von aus. So, es war... Wir hätten beim Pförtner fragen können, aber die Parkplatzsituation ist grottig, ganz ehrlich. Ja. Vielleicht waren wir auch komplett falsch. Wenn einer von euch schon mal da war, schreibt das mal in die Kommentare. Vielleicht ein GPS-Daten rein. Dann fahren wir da gerne auch noch mal hin. Aber wir sind auf jeden Fall sind wir dann frustriert abgedreht. Sag ich, ne, jetzt will ich nichts mehr. Jetzt fahren wir. Frustriert kannst du auch nicht sein. Ich war frustriert. Okay, dann sind wir frustriert abgefahren. Ja, kann passieren. Aber hier ist Sonne, Schnee, kalt, wunderbar. Ja, hier ist gleich wieder schick. Alles aus. Wollen wir mal gucken, wie jetzt die Stadt ist. Genau. Alles klar, komm, let's go. Bis später. Jo. Und durch dieses Tor... geht's in die Stadt. Oder? Schatz, durch dieses Tor geht's in die Stadt? Was? Durch das Tor da hinten? Durch das Tor oder wir können auch ein Tor weitergehen oder du kannst noch ein Stückchen weitergehen, da geht's dann direkt die Straße in die Stadt. Also mehrere Möglichkeiten. Das ist der Kurpark hier. Der Kurpark? Oh, Entschuldigung. Thank you.
Wir stehen hier mitten auf der Loipe von der Isny, da allerdings ein bisschen wenig Schnee hier liegt. Ist jetzt nur noch ein Wanderweg. Ja. Jo, Isny, das war Isny. Klein, aber fein. Ja, viele Türme. Sehr schön anzusehen. Ja, schön erhaltene Stadtmauer. Ja. Schön mit dem Holz da oben zu begehen. Das heißt, war ja zu, aber diese Mauergang, keine Ahnung, wie man sowas nennt. Nee, sehr schön. Jo. Sehr schön. Ja. Jo. Kann Stellplatz ist auch sehr schön. Alles ja, zentral, ja. Alles nah. Ja. Also von unserer Seite aus gerne eine Empfehlung. Wenn ihr hier seid, guckt euch das mal an. Ist ganz toll irgendwie, finde ich. Ja. Schön, wenn man hier ist, sollte schöne man alte das mal Stadt, mitnehmen. Die ist von 1600 oder irgendwie sowas? Ach, älter noch. Die Stadtmauer ist von 1300 oder so in der Richtung. Ja, viele ganz alte Gebäude, das Rathaus auch aus dem 15. Jahrhundert. Also ist schon viele alte Gebäude noch so erhalten oder restauriert. Ne? Ja. Jo, wir bleiben noch diese Nacht. Ja. Und morgen geht's. Bad Tölz. Bad Tölz, der Bulle von Tölz. Ja. Habe ich mal so ausgesucht. Wir waren da noch nicht. Ja, genau. Und unsere Aufgabe ist es in diesem Leben, überall mal da zu sein, wo wir noch nicht waren. Ja. Machen wir Bad Tölz weiter. Ja, Sonne scheint, ist noch wunderschön. Heute Nacht soll es schneien und morgen mal schauen, was da kommt. Ja gut, wenn wir nicht durchkommen, aber Schneeketten habe ich ja mit. Ja. Aber wir können und Winterreifen drauf. Also komm, ich bin voll ausgestattet. Wir haben da schon was mitgemacht. Ne? Das stimmt. Wir haben auch gelernt. Die Lernkurve geht immer noch steil nach oben. Ja, in diesem Sinne. Würde ich sagen, bis morgen, ne? In Bad Tölz. Jo. Heute wird nicht mehr viel passieren. Wir machen ruhigen, ein bisschen Film schneiden, Netflixen, Käffchen, Kuchen. Oh, Kakao. Nehmen wir auch. Alles klar, bis später dann. Jo. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. Nothing can break me. Try not to hold me. Stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can